Engel. Hä? Engel. Sarah Engel. Und wer bist du? Jakob. Bist nicht von hier, Jakob, was? Hätte ich sonst hierher ziehen müssen? Und Manieren hast du auch keine. Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, eben. Bei uns gibt man sich nämlich normalerweise die Hand, wenn man sich kennenlernt. Ich kann aber nicht, dann fällt doch wieder alles runter. Okay, wie du meinst. Aber dann habe ich was gut bei dir. Und was? Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Aber gib mir doch einfach deine Telefonnummer und wenn bei mir dann Not am Mann ist, dann rufe ich dich an, okay? Ja, Grünspan hier? Überraschung! Rat mal, wer zum Essen kommt. Onkel Ellen? Ja, jetzt sag bloß, ich höre mich an wie ein Mann. Sarah? Bingo! Hi, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du so früh... Na, deshalb merkt man es ja auch Überraschung. Tut mir leid, aber ich muss heute noch ein paar Vorbereitungen treffen für morgen. Das kannst du ja nachher immer noch. Moment mal bitte, Sarah! Jakob? Jakob? Sarah? Ich bin dann um 9 bei dir, ja? Also bis dann. Aber... Hi. Hallo, Sarah. Hier wohnst du also? Ja, aber ich muss... Und? Und was? Willst du mir nicht deine Wohnung zeigen? Ja, weißt du, eigentlich ist es ja so, dass ich... vielen Dank. Hey, hast du Geburtstag? Nein, Sabbat. Gesundheit? Nein, das ist ein Fest. Meine ich doch. Was feierst du denn? Wir feiern den Ruhetag des Herrn. Wir singen, beten, wir ruhen uns aus. Der starke Samson. Samson? Nein, ich heißt doch Jakob. Ja, ich meine doch die Geschichte hier. Ach so. Samson und Delila. Hm. Jetzt halt bloß, die hast du nicht gelesen. Ich, doch, schon. Ja, die ist nämlich aufregend. So wild und leidenschaftlich. Was? Die drei Sterne leuchten. Und das sind nicht die einzigen. Ich meine, was erwartest du um die Uhrzeit? Nein, das verstehst du nicht. Mit den Sternen fängt unser Sabbat an. Also darf ich nicht mehr. Es tut mir wirklich leid. Och, Samson. Aber was hältst du denn von morgen Abend? Bis dahin können wir uns ja zusammensetzen und Sabbat feiern. Wir singen, beten, wir ruhen uns aus. Und wenn deine Sterne weg sind, dann können wir auch gerne... Sterne? Sternagel voll bist du doch. Sterne. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Sarah? 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 Wahnsinnsfrau und kann nichts mit dir anfangen, weil mir dein blödsinniger Sabbat dazwischen kommt. Warum tust du mir das an? Ich habe immer alles für dich getan. Und was ist der Dank dafür? Scheiße Gott! Deine Regeln können echt manchmal wirklich das Letzte sein. Thank you.
weil ich zu Sabbat geflucht habe? Also gut, es tut mir aufrichtig leid und ich verspreche dir, dass es nie wieder vorkommt. Und jetzt hilf mir! Bitte! Ich werde für immer keusch leben und schwöre dem Sex ab! Was kann ich denn noch für dich tun? Gib mir ein Zeichen! Und was willst du mir damit sagen, oh mein Herr? Meinst du etwa, ich soll ihn einfach... Aber er ist doch so wunderbar. Ich werde alle Tipps von ihm wegwerfen. Hat dir eigentlich schon einmal jemand gesagt, dass du ein Spielverderber bist? Ist ja schon gut. War nicht so gemeint. You